herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute möchte ich dir einen meiner Lieblingsverse vorlesen. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und da ist alles enthalten. Stärke, Hilfe und Schutz. Und vor allem das Versprechen, ich bin bei dir. Und auch für dich gilt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Welch eine Zusage. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen. Erkenne deine göttliche DNA. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Erkenne deine göttliche DNA. Ja, wir haben, wenn wir zu Jesus gekommen sind und mit ihm gehen, haben wir seine DNA in uns. Was ist das? Unsere Gaben, die er uns gegeben hat, unsere Talente. Wir haben Gunst, wir haben Möglichkeiten und so weiter. Gott hat seine ganze Fülle in dich hineingelegt. Und das ist die göttliche DNA. Und da ist es wichtig, dass wir daraus lernen. Was ist, wenn wir die Fülle haben? Wenn wir alles irgendwo haben und gehen nicht hin und holen es? Und so ist es mit dir. Es ist alles in dir, wenn Jesus in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir ist. Und es liegt an dir, es liegt an uns, es zu holen, es freizusetzen und es zu gebrauchen. Es nützt nichts, wenn wir einfach sagen, ja, ich bin Christ, ich liebe Jesus und so weiter. Das nützt dir gar nichts. Gebrauche das, was er in dich hineingelegt hat. Und danke, Herr, dass du so viel in uns hineingelegt hast. Herr, nicht nur viel, sondern alles. Alles, was du uns geben konntest, und da fehlt wirklich nichts. Und Herr, in dieser Dimension, Herr, wollen wir zu dir kommen und Herr, zeige du uns, Herr, wie wir das freisetzen, wie wir es holen, wie wir es gebrauchen. Und Herr, danke, Herr, lass uns leben in dieser Fülle. Herr, wenn wir Mangel haben, Herr, lass uns nicht immer jammern, sondern lass uns wirklich von dem holen, was du in uns hineingelegt hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Sehr viele Gebetsanliegen gehen bei uns ein. Und ich möchte heute für alle Anliegen beten, die wir hier nicht vorlesen können, aus Zeitgründen. Jesus, ich danke dir, dass wir dir alle diese Menschen jetzt bringen dürfen, die uns ein Gebetsanliegen geschickt haben. Und es ist so eine Vielfalt und man glaubt gar nicht, was alles passieren kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du größer bist als all diese Probleme und all diese Schwierigkeiten, all diese Herausforderungen. Und du hast alles am Kreuz von Golgatha besiegt. Und wir danken dir, dass du auch für jede Person eine Lösung hast, dass du für jeden Einzelnen eine Lösung hast für jedes Problem, egal wie es aussieht. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir alles hinlegen dürfen, alles bringen dürfen und dass du deine Hand über allem ausgestreckt hast. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der hilft und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir danken dir dafür, für jede Berührung und für jede Lösung, die du für jeden Einzelnen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Ich habe mehrere chronische Krankheiten, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Borreliose, Osteoporose. Und heute wurde bei mir Unterleibskrebs, seltene Form, festgestellt. Ich bitte um Gebet für Heilung und Wiederherstellung, sowie für Frieden und Freude in meinem Herzen. Herzlichen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die so viele Krankheiten hat. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du jede Krankheit besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und dass wir göttliche Wiederherstellung in ihren Leib hineinrufen dürfen. Danke, Jesus, dass jeglicher Krebs besiegt ist, egal wie er aussieht. Dass jeglicher Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder Borreliose, Osteoporose, alles
was hier genannt ist, dass du das wiederherstellen kannst in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass jede Krankheit besiegt ist. Danke, Jesus, für vollständige Heilung und Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns folgende Situation. Ich bitte um Gebet, da es mir psychisch sehr schlecht geht. Wir sind einem Betrüger aufgesessen, der uns um unsere ganze Altersversorgung betrogen hat. Nun will uns das Finanzamt noch besteuern. Bitte betet auch für meinen Mann, der ein Problem mit dem Alkohol hat. Er kommt einfach nicht davon weg. Danke, Herr, dass du uns helfen wirst. Ja, Gott ist der, der hilft. Aber es ist auch wichtig, dass wir wirklich, und das, den Rat möchte ich auch geben, wirklich nicht immer alles glauben, wenn Leute auf uns zukommen mit riesenguten Finanzideen. Und prüf das wirklich, ob das eine gute Sache ist, ob sie reell ist. Hol dir Informationen ein. Es ist so oft der Fall, wo Menschen einfach drauf reinhüpfen und nachher solche Sachen wie diese tragische Sache erleben. Und wir wollen jetzt für die Sache beten. Und ich danke dir, Herr. Herr, danke, Herr, dass auch da du Weisheit schenkst, Herr, wie es weitergeht. Herr, ich danke dir dafür, Weisheit, Herr, auch, Herr, wirklich, wirklich zu prüfen, auch in der Zukunft und auch wirklich, Herr, führe diese Lieben wieder aus dieser Not heraus. Ich danke dir dafür und lass sie wirklich erkennen, Herr, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du sie nicht verlässt, wenn es ihnen jetzt auch das Geld fehlt, Herr, aber dass du gegenwärtig bist und du hast eine Lösung. Herr, danke für die Lösung. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Anliegen. Mein Neffe sitzt seit März wegen Corona in Bolivien fest. Er möchte gerne nach Hause. Bitte bete, dass Gott eine Möglichkeit schafft, dass er wieder nach Hause kommt. Meine Schwester ist fix und fertig, da ihr Ehemann auch noch einen Herzstillstand hatte. Bitte bete, dass ihr Sohn bald zurück kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, kaum zu glauben, dass es immer noch Leute gibt, die da Probleme haben. Wie hat sich doch alles so verändert? Aber Gott hat sich nicht verändert. Das ist wunderbar. Und wir wollen beten, dass dieser Mann wirklich eine Lösung bekommt und ganz schnell zurückkommen kann. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der jetzt auch dort bist, Herr. Und danke, Herr. Herr, dass eine Lösung woher kommt, was keiner vermutet. Und dass er zurückkommen kann und dass, Herr, dass da Kraft und Gesundheit in die ganze Familie hineinkommt. Und Herr, Herr, lass es einfach geschehen, Herr, weil du groß und mächtig bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und ein Mann schreibt uns von seiner Freude. Ich, 56 Jahre alt, möchte euch an meiner Freude teilhaben lassen. Ich habe die Stelle bekommen. Der Leiter der Einrichtung mit 1000 Mitarbeitern wollte mich gerne haben und hat richtig für mich gekämpft. Ich habe auch dementsprechend gebetet, dass der Herr für mich kämpft. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich finde es echt super, Unterstützung zu bekommen von Geschwistern, die man noch nicht einmal gesehen hat. Ja, und eine Frau aus der Schweiz hat dieses erlebt. Am späten Abend des 31. März wurde ich per Ambulanz ins Spital gebracht. Eine sehr fortgeschrittene Lungenentzündung hat mich laut Hausarzt beinahe das Leben gekostet. Es folgten 7 Wochen im Spital, aber Gott hat mich wiederhergestellt. Vergangene Woche wurde ich nochmals vom Lungenarzt untersucht, der erstaunt feststellte, dass Lunge und Nieren total geheilt sind. Wir danken euch für eure Gebete und dass Gott sie erhört hat. Wie wunderbar! Und ein Mann schreibt uns diese Gebetserhörung. Sie haben an Karfreitag für mich gebetet. Das Gebet hat sich mehr als erfüllt. Schuldgefühle, Ängste und Depressionen habe ich fast alle verloren. Und ich habe an Ostersonntag die Liebe meines Lebens gefunden. Ich danke Ihnen für Ihr Fürbittgebet. Wie schön ist das doch!
hast auch du was Wunderbares erlebt mit unserem wunderbaren Gott, dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages. Schreib dir ab heute auf über deine DNA, was du an dir entdeckst, was Gott in dich hineingelegt hat. Zum Beispiel, ich habe entdeckt, die Kraft Gottes ist in mir. Oder ich habe entdeckt, ich bin zum Siegen berufen, auch wenn Niederlagen da sind. Ich bin zum Siegen berufen. Oder schreib dir auf, ich bin frei geworden von diesem oder von jenem. Schreib es dir auf und schau mal drauf, wenn es irgendwo schlecht geht in deinem Leben, schau auf dieses Blatt drauf und sag, ja, ich habe die DNA Gottes in mir und ich bin zum Siegen berufen. Schick uns gerne dein Anliegen oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, Sonntag ist wieder 10 Uhr Gottesdienst, sind wir im Livestream und auch in YouTube. Und wer montags etwas von uns haben möchte, abonniere unsere Ermutigung der Woche. Du findest die Möglichkeit ganz unten auf unserer Webseite. Dort kannst du es ankreuzen. Es ist völlig kostenlos. Alles Gute und Gottes Segen und ein gesegnetes Wochenende. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.